Hey ihr Lieben, ich bin's wieder. Mein Name ist Terry Reeves, zertifizierte Tierpsychologin und Verhaltensberaterin für Hunde. Ich sitze hier mit der lieben Silvana Morinelli, auch Hundeverhaltensberaterin, sage ich das richtig? Ja. Und auch Hundetrainerin? Auch Hundetrainerin. Genau. Wir sind jetzt hier im wunderschönen Pforzheim. Und ich habe dich hier besucht. Du bist jetzt gerade ehrenamtlich im Tierheim Pforzheim am Arbeiten. Richtig. Ja? Aber dazu kommen wir später mal kurz. Jetzt geht es ja primär um dich. Erzähl mal, wie kam es dazu? Wie bist du Hundeverhaltensberaterin? Beziehungsweise was ist da der Unterschied zum Hundetrainer? Auch wenn wir es wissen, erklär das mal gerade für unsere Leute. Also der Unterschied Hundetrainer oder Berater, Coach, wie man es auch immer nennen will. Ne? Gibt es ja so viele Namen. Hundetraining, das Klassische, die Unterordnung, würde ich sagen, und so weiter. Und Berater oder Coach, wie man auch immer dazu sagen möchte, ist einfach, dass man ganzheitlich an die Sache geht. Ja? Genau. Also nicht nur das reine Training, sondern wirklich schaut, was ist die Ursache und so weiter. Und vor allen Dingen wichtig ist, man schaut sich ja auch das Verhalten an, ne? Der Menschen insbesondere. Genau. Da hatten wir beide ja drüber gesprochen, ne? Dass man gar nicht mehr an den Hund rankommt. Man muss erst mit dem Mensch in die Interaktion gehen, in die Verständigung, nachgucken, was ist beim Menschen los und gucken, dass es auch passt. Ne? Einfach emotional passt, damit man mit dem Hund arbeiten kann. Genau. Ne? Genau. Ja. Wie gehst du vor? Was ist dein Kundenklientel? Ich habe ganz viele Kunden, die verhaltensauffällige Hunde haben, also situativ aggressiv. Im Aggressionsbereich arbeite ich primär, auch im Tierheim hier, aber auch andere Verhaltensauffälligkeiten wie soziale Unsicherheiten oder Bewegungsstereotypen, Zwangshandlungen und so weiter. Aber wir müssen das jetzt mal ein bisschen splitten. Das eine ist ja was im Tierheim, zwecks Beschlagnahmung, Sicherung, Überforderung. Da gibt es ja viele Abgabegründe. Richtig. Ne? Und, aber ich rede jetzt primär von deiner, von deinem Kundenklientel. Wo oder wie erreichen die dich? Über Facebook oder wie kommt es dazu? Die erreichen mich über Facebook, ganz viele Kunden, weil ich auch da Artikel schreibe zum Thema Hund. Du hast so einen tollen Blog, genau. Genau, und auch über Empfehlung, also ganz viel über Empfehlung. Es hat sich jetzt so rumgesprochen, dass ich hier in dem Bereich Pforzheim eben im Aggressionsbereich tätig bin. Und so kommen die Kunden dann auf mich zu. Du, wie war das mit der Ausbildung? Wann hat es da angefangen? Kannst du mir da ein bisschen was drüber erzählen? Also wie bist du dahin gekommen? Ja, also ich habe hier ganz klassisch als Klassiker angefangen, habe ziemlich schnell gemerkt, Mensch, es liegt mir. Und gerade die verhaltensauffälligen Hunde haben mir gelegen, weil die sind ja nicht nur verhaltensauffällig 24 Stunden, sondern die haben situativ ein Thema. Richtig. Und ansonsten sind es ja ganz normale Lebewesen, die wahrgenommen werden wollen. Genau. Und dann habe ich eben angefangen, ganz klassisch, auch Unterordnung, Hundeplatz, war aber nicht so meins. Hast du auch Hundetraining gemacht? Ja, habe ich gemacht, aber war, wie gesagt, war jetzt nicht so mein Ding, aber war gut gemacht zu haben. Ich finde das auch nicht schlecht, dann hat man das mal mitbekommen, was da für ein Ding geht. Genau. Und dann bist du halt übergesiedelt hier. Dann habe ich im Tierheim und habe dann die Prüfung zum Hundetrainer abgelegt, habe natürlich Seminare und so weiter besucht, das ist das Klassische. Und habe dann aber mir gesagt, okay, ich arbeite sowieso in dem Bereich auch gerne. Ja. Habe ich nochmal eine Ausbildung gemacht zum Aggressionstrainer, also arbeiten mit aggressiven Tierheimhunden. Wo hast du deine Ausbildung gemacht? Bei der Perdita Lüppe, die bietet es an. Perdita Lüppe Scheuermann? Genau, Start ins neue Leben. Da hat sie dieses Projekt quasi, wo sie Trainer eben ausbildet und prüft und mit Erlangen oder mit Bestehen der Prüfung wird man dann auch von ihr weiterempfohlen. Also man kriegt ein Zertifikat, ne? Man bekommt ein Zertifikat und wird in diese Liste mit aufgenommen und wird dann von ihr empfohlen, wenn es da Anfragen gibt. Mensch, gibt es in Pforzheim irgendjemand, die können wir empfehlen, weil die haben wir geprüft. Finde ich gut. Was mich
am allermeisten interessiert, du bist ja, wir haben ja eben einen Rundgang gemacht, du hast mir alle Tiere gezeigt, du hast ein unheimlich ruhiges Wesen. Du arbeitest auch viel über Ruhe oder wie ist dein Konzept? Ja, also früher war ich so ein bisschen Aggressionstrainer und tough und so. Und, aber das habe ich eigentlich komplett abgelegt. Für mich geht es wirklich darum, doch alles ganzheitlich zu sehen. Und mein Konzept ist eigentlich, ja, ich sehe dich jetzt mal in einem Satz, meine Philosophie. Das heißt, ich beobachte viel, lass viel wirken auch. Ja, sehr gut. Und versuche, den Hund zu erkennen, natürlich auch den Menschen. Und das ist es im Endeffekt, weil jedes Lebewesen möchte ja wahrgenommen werden, so wie man ist. Ne? Und anderes wichtiges Konzept, also Philosophie, ist eben keine Erwartung. Zu haben. Und das ist das, diese Erwartungshaltung bringt ja der Kunde schon mit. Ja, ne? Und wenn man da auch noch in so eine Erwartung geht, wird auch der eigene Leidensdruck da viel zu hoch. Richtig. Ne? Und deshalb finde ich es immer gut, wenn man da ruhig bleibt, nachdenkt, getreu nach dem Motto, weniger ist mehr. Genau. Also ohne Erwartungen zu arbeiten, jetzt gerade im Kundenbereich, da muss man sowieso individuell immer schauen, aber jetzt gerade so mit den Tierheimhunden, es ist okay, wenn es 3 Wochen dauert, 4, 5, 7, 8, also ne, und es ist auch in Ordnung, wenn ein Hund mich nicht mag. Also dieses, oh, jeder Hund muss mich mit, nein, ich habe wirklich keinerlei Erwartungen. Sehr gut. Und so bekomme ich ganz viel geschenkt. Sehr gut. Ja, also seitdem ich so diese Philosophie habe, komme ich wirklich viel besser an die Hunde und die lösen viel weniger aus, weil ich sehe sie und sie sehen mich ja auch. Hunde sind ja ganz toll in uns beobachten und so weiter, dekodieren. Genau. Und so weiß man, okay, du bist so und ich bin so und wir sind okay miteinander. Du darfst auch aggressiv sein. Es ist in Ordnung für den Moment. Alles andere wird dann bearbeitet. Das wird sich ergeben. Genau. Vor allen Dingen, man will ja auch nicht noch eine neue Baustelle aufmachen. Richtig, ne? Man hat ja eh schon dann genügend Themen. Ja. Was ich auch gut finde, da haben wir eben drüber gesprochen und das wollen wir jetzt auch mal unseren Zuschauern, das Thema Liebe. Ja, dieses, was Menschen ja auch gerne machen, die Hunde zu Tode knutschen. Ja, und dass man einfach nicht erkennt, dass es Hunde gibt, die halt ihre Zuneigung auf der Distanz zeigen. Und das verkennen sehr viele Leute und da kann man ja auch schon Sachen triggern mit. Ne? Siehst du das auch so? Ich meine, wir haben eben nur ganz kurz mal darüber gesprochen, aber ja, das beobachte ich halt auch immer wieder. Nee, hast du vollkommen recht. Das ist wirklich so, man sollte wirklich das Individuum sehen. Ja. Und das Individuum auch so sein lassen. Natürlich, wenn die Verhaltensauffälligkeiten haben, klar muss man die bearbeiten, aber es ist erstmal wichtig, das Individuum zu sehen und es so zu akzeptieren, wie es ist. Ne? Und dann kann man schauen, Mensch, ist die Ursache? Also ganz wichtig auch, wo ist die Ursache? Genau, nicht nur das Symptom. Also das auch nochmal. Also ich bearbeite gar keine Symptome, kommt dem Kunden dann komisch vor. Richtig. Aber ich arbeite eigentlich nur an der Ursache. Und dann verändern sich ganz viele Dinge von alleine. Yes, well, genau so ist es. Ne? Mhm. Hast du Hunde? Ich habe einen Hund, Was hast du für einen Hund? Ein American Staffordshire. Ja, wie alt ist der? Der ist jetzt 9 Jahre, aber topfit. Hast du den von Anfang an oder nee, den Beschlagnahmung aus dem Tierheim? Den habe ich vom Tierschutzverein Pitbull Stafford und Co. Die liebe Mo, wir grüßen dich und die Martina. Genau. Ja? Hey! genau. Den habe ich von dort, den habe ich mit 3 war er übernommen. Der war tatsächlich beschlagnahmt, der wurde in der Wohnung mit Kleintieren und der hatte Maulkorb drauf, zurückgelassen von der Besitzerin. Also wirklich zurück, alleine gelassen? Alleine gelassen, aber fast verhungert. Ach, hey. Genau, das war die Vorgeschichte und ja, dann habe ich den. Wie bist du da rangegangen? Kannst du dich noch an den ersten, zweiten, dritten Tag erinnern? Ja, also wenn du magst, würde ich es gerne wissen. Na klar. Der Hund hatte zu Beginn, jetzt immer noch, aber nicht mehr so stark, ein ganz großes Stressproblem, also gar keine Stressresistenz. Und er hat mir quasi, also ich gebe jetzt auch ganz viele Seminare zum Thema Stress, weil durch ihn habe ich so viel gelernt, auch selber ganz ruhig zu werden, also noch ruhiger. Noch ruhiger als du jetzt bist, ja schön. Das Thema Ruhe ist ja eh wichtig. Genau. Und wie bin ich da rangegangen? Einfach
mit Ruhe, mhm, ja, umso mehr er und Beobachtung, denke ich mal. Ne? Dass, genau, du erstmal den Hund hast ankommen lassen, richtig, hast beobachtet, wie, richtig, reagiert er, was mag er nicht. Genau. Dass du dich langsam daran gearbeitet hast, genau, über die Ruhe und die Zeit. Genau so ist es. Ja. Und umso mehr er hochgefahren ist, umso mehr bin ich runtergefahren. Ja, das ist also die Challenge. Ja? Genau. Ja, ja, das finde ich toll. Mhm. Was mich auch, du hast es ja eben angesprochen, das Thema Seminare. Mhm. Wo gibst du, wo hältst du Seminare? Die halte ich hier zum Beispiel im Tierheim Pforzheim, organisieren wir Seminare. Du machst das auch hier? Mhm. Wir dürfen es leider nicht filmen, ja, aus rechtlichen Gründen, aber, genau, ist ja auch in Ordnung. Tierheim Pforzheim kann man gerne mal besuchen kommen. Ja, tolles, ne, Tierheim. Ja. Und da, wo angefragt wird, ich arbeite auch ganz eng zusammen mit Stefan Engels, Trainer aus Köln. Aus Köln. Mhm. Finde ich toll, wenn man zusammenarbeitet, mhm, nicht nur immer gegeneinander. Das Thema habe ich mit so vielen, ja, Kollegen, die ich interviewt, mhm, habe. Es, ja, ist leider traurig, ja, ne? Weil wir, ja, haben alle unterschiedliche Methoden, wir haben unterschiedliche Ansätze, wir, genau, haben unterschiedliche Philosophie. Ja? Und da wären wir wieder beim Thema, mhm, das muss auch menschlich erstmal passen. Richtig. Der Kunde, der mit dir arbeitet, kann nicht mit mir arbeiten. Ich bin ein ganz anderer Mensch, als du es bist. Mhm. Und deshalb, es gibt so viele Kunden, es gibt so viele Hundehalter, es gibt so viele Hundetrainer, Tierpsychologen, Verhaltensberater. Es ist für jeden Platz. Richtig. So sehe ich das. Ja, genau. Und deshalb habe ich es mir auch auf die Fahne geschrieben, mhm, dass ich sage, ich gehe rum, interview euch mal, möchte einfach mal von allen aus der Hundeszene, egal ob es Gassigänger sind, ob es Hundefriseure sind, ob es Tierphysios sind, ob es Hundetrainer etc. Es gibt so viel. Ich muss einfach mal so ein Feedback bekommen, mhm, weil ich glaube, dass dieses Konkurrenzdenken doch sehr minimal ist. Die meisten, mit denen ich spreche, die sind super, ja, die sind klasse. Die alle, die ich interviewt habe, sind top. Du bist auch mega. Ja, ich liebe deine Ruhe, weil ein bisschen droppst du mich auch gerade. Ich bin ja mehr der Temperament. Temperamentvolle Mensch. Mhm. Und da haben ja auch viele am Anfang zu mir gesagt, wie kannst du das machen? Mhm. Ja, ich kann es machen. Mhm. Ich meine, ich bin über 20 Jahre Krankenschwester. Ach, ja. Da bin ich bestimmt nicht hektisch an Patienten rangegangen, ja. Ja. Weil das bringt mich auch runter. Mhm. Und das ist ja wichtig, dass man in Ruhe arbeitet. Und deshalb finde ich das auch so toll. Du arbeitest auch in Ruhe. Mhm. Machst du das hauptberuflich? Nee, ich arbeite noch einen ganz normalen Bürojob. Mhm. Habe aber jetzt tatsächlich auch Stunden reduziert. Und dass du dich mehr darauf fokussieren kannst. Genau, ne? Ja, weil es ist dann doch ein bisschen viel Kunden, mhm, Privatkunden, Tierheim, Ehrenamt, mhm, eigener Hund. Der Tag hat nur 24 Stunden. Richtig. Genau. Von dem her ist es noch so ein bisschen. Was machst du für deine Pflege, also deine Seelenpflege? Weil du weißt, wir haben viel mit Kunden zu tun, da sind. Kommt er jetzt hier hin? Wir haben viel mit Problemen, hören wir uns an von unseren Kunden. Mhm. Das müssen wir ja auch irgendwo verarbeiten. Mhm. Ne? Probleme, du weißt, da hören wir uns richtige Probleme. Mhm. Das ist ähnlich wie in der Klinik. Da kriegt man eine Anamnese, da bekommt man mit, wie es daheim läuft. Guck mal, da seht ihr gerade einen Kangal, aber vielleicht kann ich ihn noch catchen. Die Gloria noch steht zur Vermittlung. Die steht noch zur Vermittlung. So, haben wir kurz mal die Gloria gezeigt. Jetzt kommen wir wieder ins Bild. Genau. Wie machst du das? Wo kannst du deinen Druck ablassen, wo du sagst, so Mensch? Weil ich zum Beispiel, ich habe, mhm, Kollegen, da kann ich immer mal hingehen, kann sagen, oh, das war jetzt so anstrengend, ohne dass man den Namen nennt, mhm, sondern dass man einfach sagt, so, der Fall war wirklich, pff, was hältst du davon? Mhm. Oder aber auch, dass man sich Tipps holt. Also außer Stefan Engels, den hast du ja schon erwähnt. Genau. Hier im Umkreis. Im Umkreis habe ich auch eine ganz liebe Trainerkollegin, die, mhm, arbeitet auch total ganzheitlich. Da gehe ich auch mal hin und lass mich von ihr coachen. Wie heißt sie? Weiß ich nicht, ob sie genannt werden möchte. Ah, okay. Die ist so ein bisschen. Ja, alles klar. Ja. Aber du gehst auf jeden Fall zu einer Trainerkollegin. Genau, mit der, mhm, tausche ich mich wirklich rege aus. Mhm. Das ist ein ganz toller Austausch. Mhm. Für mich total gewinnbringend. Ist super. Ja, mhm, und was ich auch gerne mache, ist, um mich so ein bisschen runterzuholen, so ein bisschen selber Reiki oder meditieren. Ne? Mhm. Macht man viel zu selten, aber. Ja, es gibt ja gewisse Dinge, wo man einfach entweder über das Gespräch oder, ja, wie du sagst, Reiki, Yoga, dass man einfach mal ein bisschen runterfährt. Genau. Weil ich finde, das ist, haben wir eben, wie, mhm, gesagt, auch drüber gesprochen, es ist auch ein sehr anstrengender Job. Ne? Auch, mhm, was die Gefahrensituation, ja, betrifft. Ja, ja, ja. Es gibt in genügend Tierheimen, nicht nur in Tierheimen, auch draußen, Menschen sind gebissen worden. Mhm. Wie verarbeiten die das selig? Dann holen sie sich nochmal einen kleinen Hund, dann kommen wir ins Gespräch, dass wir dann auch nochmal darüber die Altlasten besprechen müssen. Richtig. Das ist
echt harte Arbeit. Das glaubt so keiner. Und das will ich einfach mal wirklich transparent machen. Das stimmt. Also ich habe ganz häufig Kunden und dann fließen die Tränen, einfach weil jemand da ist und man erleichtert ist. Genau. Und dann, also teilweise besprechen wir dann ihre Probleme. Ich nehme die auch in den Arm. Ja, weißt du? So, ja. Das ist einfach mal nur ein Armdrücker, dass man sagt, alles wird gut und jetzt bauen wir nochmal alles neu auf. Ja. Dann kriegen die ein Konzept an die Hand und können das dann auch viel besser umsetzen, weil dann werden sie ernst genommen. Richtig. So? Mhm. Genau. Ja. Ich habe noch bei Facebook, du hast ja so eine Art Blog oder du hast einen Blog. Ja. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Da habe ich ja auch einiges gelesen, aber für unsere Zuschauer. Erzähl mal, was schreibst du da? Was sind deine Gedanken? Alles Mögliche. Also was ich so aufnehme, entweder berichte ich so ein bisschen über meine Arbeit mit den Tierheimschützlingen, oder ich verarbeite irgendwelche Dinge. Also zum Thema Erwartungen habe ich zum Beispiel Artikel geschrieben, aber auch zum Thema Ich sehe dich, was wir gerade besprochen haben. Aber auch so Sachen wie Grenzüberschreitung. Wirklich alles Mögliche. Oder letzt hat mir eine Kollegin, die hat mir irgendeinen Spruch gesagt, in der Stille liegen die Antworten, und den fand ich so toll. Und dann habe ich da einen Artikel drüber geschrieben. Also auf allen möglichen Kanälen. Ich lasse mich da wirklich gern inspirieren oder versuche einfach so, dass es mir im Alltag passiert. Weil wir reden alle über Methodik und dies und das. Aber keiner nennt es beim... Das wahre Leben ist doch nicht Methodik, was ich in der Schule gelernt habe oder in der Ausbildung. Ja, das ist unser Handwerkszeug natürlich, aber es geht doch ums Leben und nicht um irgendwelche auswendig gelernten Methoden. Ja? Da haben wir beide auch eben, das, wie ich gesagt habe, meine Australian Kelpie-Hündin mit 7 Monaten. Wenn ich das machen würde, was in meine Ausbildungsunterlagen hergegeben haben, also ich gehe lieber nach dem Motto, weniger ist mehr. Ja. Ja, und das zahlt sich ja dann auch irgendwann aus, dass ich nicht wirklich nach Plan durchlaufe, weil sie hat ja auch keine Themen. Weißt du, das ist ein sozialverträglicher Hund, ich lasse die gucken, okay, dann guck einfach mal. Wenn du dich benimmst, musst du nicht ins Sitz gehen. Warum muss ich ein Sitzkommando, nur weil sie eh schon den Hund erblickt hat? Es ist manchmal so dramatisch, was ich mitbekomme von Kollegen und Kolleginnen, wo ich dann denke, Leute, lass doch alle 5 mal gerade sein. Ja? Und Priorität. Das war ja auch so ein Thema, was wir hatten, dass man auch wirklich mal eine Priorität sieht, dass man sagt, okay, ich arbeite jetzt nicht an irgendwelchem Abbruchsignal oder dies, sondern ich sehe, okay, da sind mehrere Hunde, wie wäre es mit Vergesellschaftung, damit man die Hunde nicht trennen muss, damit man ein bisschen Ruhe im Haus hat, weil das tut dem Menschen ja auch gut. Und da wären wir wieder beim Ganzheitlichen, was dem Mensch gut tut. Ja. Ja. Wo kann man dich auf Facebook erreichen? Das würde ich jetzt gerne noch abschließend wissen. Sag mal deine Seite. Morinelli Hundeverhaltenstraining, da findet man mich. Ich werde es nachher nochmal unten einblenden. Genau, und da findet man mich auch. Also ich habe auch eine Homepage, da findet man mich auch. Super. Sowohl als auch. Meine Liebe, ich danke dir. Es ist hier so wunderschön in dem tollen Pforzheim. Ich muss einmal umschwenken. Könnt ihr das sehen hier? Den Ausblick, den wir hier haben. Da hinten ist das Tierheim. Das ist alles Tierheimgelände hier, ne? Ja. Das ist mega. Jo, also, ich verabschiede mich. Mein Name ist Terry Reeves. Das ist die nette Silvana Morinelli, Hundeverhaltensberaterin und Hundetrainerin. Bis zum nächsten Interview. Wenn ihr was wissen wollt, lasst uns einen Kommentar oder besucht ihre Facebook-Seite. Genau. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.